Ich werde heute das schnellste Team in FIFA 23 kaufen. Das ist nicht nur das schnellste Team, es ist auch das teuerste Team, was ich bisher in FIFA 23 gekauft habe. Also wirklich, da sind ein, zwei Spieler dabei, die sprengen wirklich den Rahmen, was die Coins angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Team heute in-game zocken lässt. Jeder Spieler hat, glaube ich, über 90 Tempo. Also vielleicht nicht die Innenverteidiger. Wobei, doch, ich glaube sogar die Innenverteidiger. Also das Team ist wirklich schnell. Aber die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist, sind diese Spieler dann trotzdem schneller als Harry Kane auf Lengthy? Jungs, schreibt es mir in die Kommentare. Egal, lassen wir das Thema gut sein. Wir bauen das schnellste Team in FIFA 23 und da starten wir direkt rein mit dem Hüter. Und der Kollege war auch schon in FIFA 22 der schnellste Torhüter für eine lange Zeit. Es geht um die Hero-Karte von Campos. Letztes Jahr war der in der mexikanischen Liga ein Hero. Dieses Jahr ist er erst in der MLS, hat auch dieses Jahr wieder die 3-Sterne-Skills. Hatte der letztes ist ja auch schon 3-Sterne-Skills. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie ich finde. Ich hätte es mega gefeiert, hätte EA ihm eine alternative Position gegeben, zum Beispiel rechter Mittelfeldspieler oder so. Der hat ja in seiner aktiven Laufbahn auch das ein oder andere Spiel auf dem Platz gemacht und unter anderem 34 Tore in 246 Partien für Pumas gemacht. Also sehr, sehr nice. Und 84 Tempo für einen Torhüter. Damit ist er unangefochten. Auf der Nummer 1, wir holen uns den Rechtsverteidiger. Ich habe vor zwei Tagen oder vor zwei, drei Tagen von euch aus gesehen, ein Video hochgeladen. Ich öffne 278 plus Upgrade Packs. Falls ihr das verpasst habt, checkt das gerne auf meinem Kanal ab. Und da habe ich die schnellste Rechtsverteidigerkarte im Spiel gezogen. Und der Mann kommt aus der Bundesliga. Es geht um Frimpong. Moin, Meister. Sieht sehr, sehr nice aus, die Karte, muss ich sagen. 94 Tempo. Der hatte letztes Jahr ein Team of the Season in FIFA 22, der mir nicht ganz so gut gefallen hat. Bin ich komplett ehrlich mit euch. Weil er einfach nur 1,71 groß ist und deshalb nicht der stärkste. Auch dieses Jahr dann nur 61 Stärke, was ein bisschen zu wenig ist, meiner Meinung nach. Aber ich bin gespannt, wie er sich in-game zocken lässt. Wir werden den heute testen und kommen jetzt erstmal zum Linksverteidiger. Denn auch der Linksverteidiger kommt aus der Bundesliga und die meisten werden wahrscheinlich schon wissen, wer jetzt reinkommt. Na klar, Alphonso Davies vom FC Bayern München. Knackiger Preis, muss ich sagen. Fast 60.000 Münzen für den Mann, aber völlig zu Recht, die Karte ist absolut geil. Kannst du auch als LM zocken. Hat ja sogar 66 Schießen, also man kann sich's überlegen, so ist es nicht. Er ist halt im Vergleich zu Frimpong einigermaßen stark mit 75 Stärke. Das hebt ihn auf jeden Fall schon mal ab. Und wirklich, unsere Innenverteidiger haben beide auch easy über 90 Tempo. Wir holen die Männer rein. Und da starten wir mit dem ersten Innenverteidiger. Und der wäre letztes Jahr auch noch in der Bundesliga gewesen. Also die Bundesliga ist schnell. Es geht um St. Just. Letztes Jahr hatte der 91 Tempo. Dieses Jahr hat er sogar 93 Tempo. Der kostet nur 2000 Münzen wegen seiner Liga. Und zwar der portugiesischen Liga. Würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten, dass es daran liegt. Weil, Digga, wo bekommt man schon einen Innenverteidiger mit 93 Tempo her? Sehr, sehr kranke Karte, hat auch nur 71 Stärke als Innenverteidiger, was nicht so krass ist, muss man auch einmal mal sagen. Und alles in allem sieht er trotzdem sehr, sehr gut aus. Ich glaube, man kann ja auch als Rechtsverteidiger zocken, so ist es. Also er wäre sogar nach Frimpong der schnellste Rechtsverteidiger im Spiel, aber wir zocken den ganz klar als Innenverteidiger. Und sogar der nächste Innenverteidiger hat über 91 Tempo, beziehungsweise genau 91. Und das ist eine richtige Kanone. Cannon. Den holen wir uns rein. 91 Tempo in der Innenverteidigung. Auch er spielt in der portugiesischen Liga. Nice. So wie St. Just. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Kombi. Ich glaube, seine bevorzugte Position ist eigentlich Rechtsverteidiger. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Hatte der nicht letztes Jahr sogar eine Special Card? Lasst mich das auch mal kurz abchecken. Tatsächlich. Der hatte so eine so eine Objective Karte aus dem Season Pass war das, glaube ich, mit 93 Tempo. Also der hat auf jeden Fall nochmal einen kleinen Boost bekommen. Wir machen weiter mit dem linken Mittelfeldspieler. Und da könnte man jetzt auch zum Beispiel Mbappé spielen mit 97 Tempo. Aber Mbappé ist für mich eher ein Stürmer. Deswegen entscheide ich mich für Vinicius Junior. Und da hier noch eine Karte reinkommt, die wirklich unfassbar teuer ist, seht es mir nach, dass ich heute nur den Leihspieler von Vinicius zocken werde. Macht für euch ja keinen Unterschied. Aber Vinicius, 95 Tempo, 5 Skills, Forster Weakfoot ist eine so heftige Karte. Wenn der Kollege dieses Jahr anfängt, Gas zu geben mit den Special Cards, dann wird das hier eine ganz böse FIFA 23 Saison, da bin ich mir sicher. Damit kommen wir zu den ZMs und
Digga, die haben halt auch über 90 Tempo, was für ZMs halt krass ist. Wir starten zum einen mit Buchanan, whatever, wie man den ausspricht. Ihr seht hier, er ist normalerweise rechter Mittelfeldspieler, kannst du aber auch als ZM zocken. Und außer, dass er richtig schnell ist, kann er sonst gefühlt gar nichts. 92 schießen, 55 verteidigen, Tripling sieht noch ganz in Ordnung aus, muss man sagen. Aber so alles in allem ist es jetzt keine übel krasse Karte. Immerhin 66 Abschluss, das ist schon in Ordnung, aber ist jetzt auch keiner, den man jetzt unbedingt zocken würde, um ehrlich zu sein. Und damit holen wir uns den rechten ZM und das ist Yoli Gonzales, bestimmt richtig ausgesprochen. Digga, hat der eine Mindestrange von 15.000 Münzen? Wollt ihr mir jetzt hier komplett das Geld aus der Tasche ziehen? Oh mein Gott, wie kommt man da drauf, da mindestens 15.000 Münzen zu verlangen? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber ich gebe sie natürlich aus. Willkommen in meinem Verein, wird wahrscheinlich nie wieder verkauft werden, weil wer kauft den schon? Ist normalerweise ein Stürmer, kannst du aber auch als ZM zocken. Deswegen ist er hier am Start mit 93 Tempo und der hat sogar 70 Schießen, also als Silberkarte. Wenn du den zockst, ist schon extrem heftig. Also ich verstehe die Price Range ein bisschen, aber wie man gerade gesehen hat, so viele kaufen den nicht. Aber wir kaufen den heute für unser Mittelfeld und jetzt holen wir uns den rechten Mittelfeldspieler und der ist auch unfassbar, wirklich. Und dabei ist die Rede von Adama Traoré, der muskelbepackte Flügelflitzer mit 96 Tempo. Das Ding ist, du kannst den sogar auf Lengthy zocken. 96 Tempo, du kannst den sogar als rechten Flügel, aber auch als linken Flügel zocken. Und ich bin jetzt schon öfter gegen den gekommen in Division Rivals und so weiter. Man sieht den wirklich häufig und er macht wirklich immer ordentlich Terror, wenn man das so sagen will. 89 Stärke ist halt auch richtig, richtig heftig. Und damit kommen wir zu den beiden Stürmern und die machen dieses Video auch so unglaublich teuer. Deswegen, Vinicius ist schon als Leihspieler drin. Seht's mir nach, dass jetzt auch noch Mbappé als Leihspieler am Start ist. Ich meine, wenn wir den im Verein haben, ist es ja eigentlich egal. Ihr könnt mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das todesblöd findet, wenn da Leihspieler in so einem Video drin sind. Aber es ändert ja nichts. Ich muss hier ja nichts abstoßen. Es ist kein SBB oder sonst irgendwas. Egal. Mbappé ist am Start. Der schnellste Spieler in FIFA 23 mit 97 Tempo, mit 5-Star Skills, 4-Star Weakfoot. Die zu 100% beste Goldkarte in FIFA 23. Wobei Haaland auf Lengthy auch nicht schlecht sein soll. Aber ich glaube, so ein Mbappé ist da dann trotzdem nochmal besser. Und damit kommen wir zur letzten Karte. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt den Grund, warum wir so viele Coins ausgeben müssen. Hier ist er, 95er Pelé für 6,15 Millionen Coins. Es tut einfach nur weh, diese Coins auszugeben. Ich bin ehrlich mit euch, weil wenn ich den verkaufe, werde ich auch mindestens 300.000 wieder an Tags ausgeben müssen. Ist super. Aber er ist nun mal mit Mbappé der schnellste Stürmer im Spiel mit 96 Tempo. Und damit steht das schnellste Team in FIFA 23. Und damit machen wir natürlich jetzt noch ein ganz schnelles Spiel rein da. So, wir testen das Team in Division Rivals. Ich bin mittlerweile in Liga 6 und ich finde es da schon richtig schwer. Also bis dahin bin ich richtig gut durchgekommen. Aber jetzt so ab Liga 6, da sind schon echte Öler am Start. Deswegen mal schauen, ob sich das Team trotz Mega-Tempo durchsetzen kann, weil, ja, es gehört manchmal eben nicht nur das Tempo dazu, meine Freunde. Boah, Junge, Pelé ist ja übel beweglich. Da hat man wieder die FIFA 21 Beweglichkeit, die man so vermisst in FIFA 23. Was ist das denn? Junge, das war so gut gespielt. Mbappé, mach ihn rein! Junge, das ist auf jeden Fall der beste Spieler, den ich bisher dieses Jahr gezockt habe. Aber ich hatte auch noch nicht so heftig teure wie ihn. Aber Junge, 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 der ist so beweglich. Das ist crazy. Ja, Gegner trifft mit dem ersten Schuss die Latte. Alles gut. Da ist er. Der König des Fußballs. 1-0 Pelé. Was ein Typ, Alter. Komm. Yoni, mein Bester, auf Adama. Da unten steht Pelé. Der kommt nicht schlecht, Digga. Pelé ist absolut heftig. Aber man muss auch 6 Millionen Coins für den hinblättern. Das ist Wahnsinn. Mbappé nimmt Vinicius auf der anderen Seite mit. Jetzt das Ding nochmal zurechtlegen. Flanken. Und da ist der nächste Treffer durch Adama Traoré, die Maschine. Vinicius. Boah, Mbappé an die Latte. Du hast noch eine Chance. Schade. Adama findet Pelé. Die ein oder andere Chance hat er jetzt liegen lassen. Ja, Mbappé. Pelé natürlich holt noch einen Elfer raus. Und den darf er natürlich selber schießen. Wobei, komm, wir geben Mbappé die Chance. Der hat nämlich kein... Ja, okay. Campos schnappt sich den Ball. Der ist hier auf jeden Fall
Ja, selbstsicher. 75 Elfmeter hat der Mann. Okay, das war nicht gut geschossen. Ja, und dementsprechend war der leider auch nicht drin. Und damit gewinnen wir das Spiel 3:0. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier könnt ihr noch ein aktuelles Video von mir abchecken. Dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's dann gut. Haut rein und ciao.